Das sind diese Dichtringe, ne? Mhm. Und dahinter ist das Lager. Wenn du unterwegs ein Radlager tauscht und diese Dichtringe hast du ja nicht dabei. Mhm. Die hast du ja nicht dabei, ne? Mhm. Musst du beim Ausbau vorsichtig sein. Ja. Und einen schönen, breiten, flachen Schraubendreher. Ganz hinten rein und dann drehen. Siehst du das? Mhm. Einfach mit so ein bisschen Gefühl. Und dann geht der auch nicht kaputt. Genau, wir machen das alles neu. Ja, und das kann man aber trotzdem als Ersatz mitnehmen. Ja, kannst du machen als Ersatz. Ist ja besser als nichts. Genau, und Scheiben fettfrei halten. Wenn du jetzt Fett auf die Scheibe kriegen solltest, kann ja passieren. Mit Bremsenreiniger. Bremsenreiniger. Hast du keinen Bremsenreiniger? Nimmst du dann ziehen. Alles klar. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Nicht so und auch nicht so, sondern im 90-Grad-Winkel quasi, ne? Mhm. Ganz bis hinten rein. Also drücken und drehen. Mhm. Ja. Tada! Tada! Jetzt gibt es hier drin den Mitnehmer für den Tacho. Das ist so ein Metallring. Da ist er. Der Übeltäter. Und wie wir sehen, der ist kaputt. Okay. Also der Teil, den gibt es eigentlich hier drüben nochmal. Das Außenmaß, also der Durchmesser von dem Radlager und das Maß von der Öffnung, wo das drinnen steckt, das ist nahezu gleich. Das heißt, man muss das mit viel Druck, Gewalt oder mit Kraft da reinpressen. Und unterwegs auf Tour muss man das mit Gefühl dann nach unten rausschlagen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt nicht um das Lager, sondern auf das auf der anderen Seite. Ah. Was wir machen, ist quasi den Schraubendreher so auf das Lager aufsetzen, mhm, und vorsichtig mit Schlägen das so rausschlagen. Und die Bewegung ist quasi, das geht so, mhm, so nach langsam unten raus. Ja. Haust du da voll drauf oder hast das einmal richtig schräg schießen und verkantet. Kacke. Ja. Wie so Gläser, die fest ineinander gerutscht sind. Da machst du das ja auch so, klick, 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 ja, und ziehst das dann raus. Ja. Und so machen wir das hier auch. In der Mitte zwischen den Lagern sitzt eine Hülse noch. Die muss noch einmal an Seite. So. Okay? Das ist so ein Röhrchen. Ja? Und wenn du jetzt den Schraubendreher so ansetzt und an der Hülse so runterfährst, dann merkst du jetzt den Rand da unten. Dann kannst du hier hauen, ah, ja, schiebst du nach da, kannst ja, du ja, da okay hauen, schiebst du nach da, kannst du ja da hauen und so. Hammer, hammer. Soll ich dir eins vormachen? Ja. Also Hülse rüber, ein Schlag. Andere Seite ein Schlag. Es geht bergab. Steil. Bergab. Das war's. Tada! Hallo, Radlager. Und mit dem brauchst du nicht so feste zuschlagen. Ja! Nee, noch nicht. Ja. Ja, ich such's raus. Ich hab mir fast meinen Finger zerschlagen. Hart. Welches Lager wohin? Ja, die sind wahrscheinlich alle gleich. Genau. Ja, jetzt echt? Es gibt auf jeden Fall reichlich Unterschiede. Okay. Guck mal, du hast Radlager rausgenommen, ne? Ja. Da steht was drauf. Ja, da steht 3LU Japan. Und hier steht einfach mal so ganz brutal nichts drauf. Doch, steht immer drauf. Am Rand ist das eingeätzt. Ach so. Stimmt. 6303, bitteschön. Und was brauchen wir? 6203, das ist wie Weihnachten hier gerade. Nur irgendwie nicht ganz so schön. Das ist wie ein Adventskalender, ne? Such mal das Türchen. Nicht so schön. 6203. Oh Mann, Leute. Bei denen steht das auch drauf, ne? Guck mal da. Ach so, 6203, das ist richtig. Das ist gut. Wir haben das 6203 sechsmal. Ja, dann passt das. Weil dann zwei kommen nach vorne, eins kommt nach hinten, macht drei. Und wir müssen doppelte Anzahl genommen. Einmal als Ersatz. Sehr gut, die sind schon gefüllt. Manche sind nicht gefüllt. Aber siehst du, da ist das Fett drin. Ja, das heißt, wir müssen da gar nichts mehr machen. Oder da ist teilweise so einfach so ätzend wenig Fett drin, dass ich das dann, dass ich einfach noch mehr reinmache. Okay. So, Radlager einsetzen. Das muss jetzt natürlich so exakt, im besten Falle exakt gerade da reingemacht werden, ne? Mhm. Also exakt gerade in seinen Sitz gebracht werden. Was man nicht machen sollte, ist mit dem Hammer drauf rumhauen. Ja. Aber man nimmt sich einfach das alte Lager oben drauf, ne? Mhm. Als
den man schinden darf. Und dann geht man erstmal her und macht das vorsichtig, setzt man das mal an, dass das erstmal gerade in seinen Sitz reingehen kann. Wenn das gerade angesetzt ist, dann findet das ja mehr oder weniger seinen Weg von alleine, weil das passt ja so ineinander. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und du spürst das auch, wenn du die Finger, wenn du die so hier zwischen hast, dass du das so richtig einklemmst, dann merkst du, wie das auch nur ein Zehntel Millimeter dir durch die Finger gleitet, so okay. Ein bisschen. Sondern das stützt das halt eben ab. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? So. Und deswegen musst du jetzt gucken, dass die so liegt, die Hülse, und nicht irgendwie so. Dass die nicht sich ins Gummi drückt an der einen Seite halb und... Genau, möglichst gerade ansetzen. Ne? Lager drauf und dann... Also mal so, also gleichmäßig. Ne? Genau, was auf jeden Fall richtig cool ist, wenn du quasi den Finger, genau, den so legst, dass du den auf der Narbe hast und auf dem Lager dabei, dann merkst du, wie das Lager so dran vorbeigeht. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie stockt. Okay, nimm mal ab. Und jetzt fühlst du mal so lang. Das siehst du ja schon. Das ist ja an der Seite voll hoch. Ja, dann also das Logo, ne? Bis ans Ende dein Hart. Ist es da höher? Zeig mal genau drauf. Ja, genau da ist es so hoch. Wenn eine Stelle zu hoch ist, kann sie nicht im Lagersitz sein. Und damit musst du wirklich super vorsichtig sein, weil du kannst auf den äußeren Ring da reinhauen und dann empfiehlt sich das, quasi den Finger so dabei zu nehmen. Dann kannst du nicht abrutschen. Ja, siehst okay, du das? Ja, ja. Und das mit Bedacht auch, jetzt mit Gefühl das Spiel betreiben. Dann nimmst du lieber, wenn du hast, einen leichteren Hammer. Und wie oft jetzt? Bist du da, bis das Geräusch kommt. Ah. Jetzt. Hast du das jetzt? Hast du das gehört, ne? Ja. Auf einmal, ne? Schon so hört sich super an. Ja, auch. Hört sich super an. Genau. Und so kontrollierst du es einfach einmal auf 360 Grad, hast du das überall, ist top. So, ne? Und jetzt kommen die Dichtringe wieder drauf, ne? Genau. Du musst dir jetzt die richtigen Dichtringe raussuchen. Du kannst dich anhand der alten orientieren. Ja. Das Einfachste ist, wenn du wirklich das eigentlich, wenn du das sauber machst, und da ist wie auch auf den Lager eine Bezeichnung drauf. Das ist das Maß. Aber woher weiß ich jetzt, welche Seite war was? War das da drin? Oder war das da drin? Nee, das andere. Nee, das passt ja nicht. Kann ja nur das drin gewesen sein. Ja. Die Kleine sind mal reingekommen. Ja. Also, dies ist ein Metallkäfig, ne? Hier ist ein Metallring. Und damit wird das dann so rum in den Sitz gedrückt. Das ist die eigentliche Dichtlippe, ne? Hier drüber dichtet das. Und damit die Dichtlippe immer schön angedrückt wird, gibt es hier drin eine Feder. Und damit diese Feder eine möglichst lange Lebenszeit hat, wird dieser Zwischenraum mit Fett gefüllt. Yummy. Ich habe gerade so Hunger. Und wir haben aber leider nur noch Erdnussbutter. So, und dann nimmt man sich eine entsprechende Fettmenge und macht einfach den hier. Damit diese Feder auch schön nicht möglichst niemals rostet oder genau, lange, immer schön elastisch bleibt. Lange und glücklich sich bis ans Ende ihrer Tage sich um Queenie kümmert.